Herzlich willkommen zurück zu meinem aktuellen Lieblings-Let's Play, nämlich zu Let's Play Transport Fever 2. Wir sind zurück und dabei stehen geblieben, dass wir hier ordentlich die Bahnlinien ausgebaut haben und jetzt schauen, dass wir Unkel und Lippstadt an unser Bahnnetz anschließen. Seht mir bitte nach, wenn aktuell ein wenig mehr Transport Fever kommt. Also aktuell spiele ich einfach nur Transport Fever. Also ich nehme eigentlich primär nur Transport Fever auf und das Spiel einfach super viel Spaß macht. Ich könnte mir auch vorstellen, nebenbei noch ein zweites Projekt laufen zu lassen, aber ich glaube, das würde den Rahmen erheblich sprengen. Ich hoffe mich auf jeden Fall, dass du da bist und hoffe auch, dass es dir gut geht. Wie gesagt, wir werden heute gucken, dass wir Unkel langsam aber sicher an unser Bahnnetz anschließen und dann vielleicht einen Pöttlingen-Unkel-Lippstadt-Rieneck-Express machen. Also halt im Prinzip einen Intercity, der hier halt so lang fährt, also ein Intercity-Express in dem Falle. Denn da würde ich auch eine ICE benutzen. Ich hoffe, wir werden in dieser Folge auch unsere Mods freischalten, denn ich habe ja wie gesagt ein paar Mods hinzugefügt, ein paar DB-Regio-Mods, dass wir hier ein paar deutsche Bahnfahrzeuge haben. Da sind ja die ersten schon freigeschaltet worden. Aber das dauert natürlich alles noch. Wir wollen uns jetzt erstmal einen Überblick über unsere Finanzen. Denn das sieht aktuell alles nicht so schlecht aus. Brotpüttlingen-LKW macht ganz gut Ertrag, da ginge aber potenziell noch mehr. Die Busse machen gut Geld. Püttlingen-Rieneck macht nicht so viel Umsatz aktuell, weil da die Nachfrage in den letzten Jahren ein wenig zurückgegangen ist, da der IC Püttlingen-Freinsheim natürlich jetzt auch fährt. Ja, das ist halt die Frage. Lassen wir den Püttlingen-Rieneck weiterfahren oder wie machen wir das hier? Oder fahren wir im Doppeltakt, dass wir den im Prinzip auf einer Linie fahren lassen? Fragen über Fragen hier. Fragen über Fragen. Ich sehe auf jeden Fall, dass hier Bedarf ist. Die Leute wollen auf jeden Fall mit dem IC Püttlingen-Freinsheim fahren. Okay. Die Linie hier läuft soweit auch. Ihr habt ordentlich was geladen, ne? Jawohl, wunderbar. Und die Stadt bekommt auch ihr Brot, ne? Jawohl, sehr gut. Okay. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir anfangen, in Unkel mal ein wenig unser Unwesen zu treiben und da mal eine Buslinie hochzuziehen. Deswegen erstmal wieder ein Straßenfahrzeugdepot, ganz standardmäßig. Die werde ich mit der Zeit auch alle ausrangieren. Da können wir auch ruhig gleich schon mit anfangen. So, dann fangen wir mit unseren Bushaltestellen an. Die fahren dann von hier lang, da lang. Dann hier durch und da wieder zurück. So, dann machen wir auch gleich die neue Linie klar. Kastanienweg, Raiffeisenstraße, Friedhofstraße, Breslauer Straße, Rosenweg, Kastanienweg. Das Ganze ist dann auch natürlich der Bus Unkel. So. Und dann könnte man ja quasi auch da schon den Bus fahren lassen, sofern denn da schon Bedarf ist. Dann lassen wir auch einfach mal schon mal einen neuen MAN fahren. Wir können auch gucken, dass wir jetzt nach und nach die Mercedes, die wir hier fahren haben, ausrangieren. Unkel. Da könnte man mal eben gucken, dass man die hier vielleicht ersetzt. Die auf Bus Freinsheim fahren, die sind auch schon alt. Dann könnte man die hier nämlich zum Beispiel ersetzen. So hart es auch klingt, aber wird halt langsam Zeit. Dann holen wir hier mal die MANs. Die sind nämlich insgesamt halt besser. Und vor allem auch besser vom Zustand her. Dann machen wir das gleiche auch mit Bus Rieneck. Da wählen wir uns alle aus. Und ersetzen die mit den guten alten MANs. Und dann haben wir noch einen. Das ist der Bus Püttingen. Und die kriegen natürlich dann auch den MAN, der insgesamt mehr Leute transportieren kann, schneller verlädt und schneller fahren kann. Zack. Sehr schön. Dann haben wir die Busse auch soweit schon mal modernisiert. Das können wir eigentlich mit den LKW auch mal machen. Ich meine, die sind noch nicht so lange dabei, aber da gibt es auch schon bessere Modelle. Wir haben ja jetzt die MAN-planenden LKWs. Kann man da vielleicht schon bessere nehmen? Die GAZs zum Beispiel oder ein 40-Tonner. Ach komm, dann nehmen wir gleich die dicken 40-Tonner. Da investieren wir mal ein wenig. So. Der Bus in Unkel läuft auch schon gut an. Der ist auch maximal ausgelastet. Dann kaufen wir gleich nochmal einen zweiten dazu.
Da werden keine Mühen und Kosten gescheut. Gespart. Zack, rein. Moment, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist jetzt mein Mauszeiger? Da. Ich hatte gerade einen kleinen Brainlag, deswegen habe ich ihn und wieder mal aktuell. Das ist dann wieder Onkel. Zack. Wunderbar, dann läuft der Aal. Sehr, sehr schön. Wie sieht das eigentlich aus? Ich weiß, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie die Resonanz zu den Transport-Fever-Videos ist. Hättet ihr Interesse an einer XXL-Folge, dass man vielleicht einmal im Monat so eine 30-Minuten-Folge hochlädt? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn das könnte man auch mal machen. Denn da könnte man insgesamt mehr schaffen in einer Folge. So, dann läuft in Unkel der Bus schon mal. Das ist gut, dann könnte man endlich Püttingen schon mal das Gleis verlegen. Denn wir haben da ja auch noch eins frei. Das habe ich ja bewusst gemacht. Da habe ich ja schon ein wenig geplant. Genau, dann können wir mit dem Gleis ja hier wieder so ein Rüberfahrgleis gleich machen. Ziehen das nochmal eben kurz ein bisschen länger. So, dann machen wir hier ein Überfahrgleis. So. Und dann gehen wir hier lang. 5 neue Fahrzeuge verfügbar, sehr schön. So, dass man hier halt die Abzweigung hat. Der fährt dann hier durch die Landschaft. An dem Kohlebergwerk vorbei, wenn es eins ist. Müsste Kohle sein. Irgendwas Erziges auf jeden Fall. So. Hier eine Brücke. Dann nehmen wir aber mal eine andere. Dann nehmen wir mal so eine moderne. Dann müssen wir uns nur noch überlegen, wo wir den Bahnhof gleich hinbauen. Eigentlich würde sich hier ja anbieten. Dann bauen wir den da auch einfach gleich mal hin. Dreigleisig 120 Meter. Dann müssen wir leider Gebäude abreißen, aber dann werden die halt mal kurzerhand eben enteignet von der Bahn. Macht ja nichts. Ist ja mittlerweile normal, enteignet zu werden. So, dann kann der hier so hier angeschlossen werden. Dann machen wir nochmal ein kleines Bahnhofsvorfeld eben. So in etwa. Wunderbar. Und dann haben wir da die nächste Linie eigentlich auch schon fast schon betriebsbereit. Wir brauchen nur noch mal ein bisschen mehr Geld. Da müssen wir jetzt ein bisschen sparen. Dann fahren wir von Püttlingen nach Unkel rüber. So, Püttlingen, Unkel. Was ist Unkel überhaupt für ein Name für eine Stadt? Also wer sich das ausgedacht hat, der hat auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Dann sollten wir schon zusehen, dass die Linie hier schon dreigleisig wird. So. Bup, bup. Wunderbar. So, stehen da schon Leute für Unkel? Nein, Gott sei Dank. Der IC ist komplett überfordert, habe ich das Gefühl. Püttling, Rinek läuft auch wieder gut. Rinek stehen sie sich auch Schlange. Ach du meine Güte. Ich glaube, wir könnten hier wirklich langsam aber sich an ICE fahren lassen, ey. Ich meine, man könnte das ja mal ausprobieren eigentlich, aber erstmal müssen wir jetzt die andere Linie hier ans Laufen kriegen. So, dann können wir hier doch eigentlich schon mal eine Bahn zusammenstellen. Elektrisch. Ja, da vertrauen wir wieder auf unsere EMD-Dinger. Die werden aber bald ausrangiert, so viel kann ich schon sagen. Dann kriegen die Einheitswagen, würde ich mal sagen. Wir können ja dann mal gucken. Was haben unsere Linien hier für für Waggons? Guck mal, die hier haben zum Beispiel gar keine Einheitswagen. Die Einheitswagen können wir nämlich ruhig gleich schon mal in Betrieb nehmen. Man könnte aber auch. Ach, schön, dass wir die jetzt gerade freischalten. Lustiger Zufall. Man könne aber auch einfach diese Intercities hier nehmen. Die finde ich nämlich auch super. Dann nehmen wir die ihm mal weg.
und hängen ihm die hinten mal ran. Sind das 17 Mann? Sind das auch mehr? Nee, sind es nicht. Dann hängen wir ihm da noch einen ran. So, dann haben wir zwar wieder 3 Millionen Ausgaben, aber das rechnet sich noch. Das gleiche machen wir mit dem Intercity dann auch. Nee, nicht neu konfigurieren, sondern den vorhandenen konfigurieren. Der kriegt dann auch nochmal die DB-Dinger dran gehangen. Zack. Dann investieren wir halt mal wieder ein bisschen. Das schadet doch auch nicht. Und dann können wir uns jetzt nämlich hinsetzen und schon mal den Zug hier zusammenrechnen lassen. Dann nehmen wir unseren EMD, die BIMs. 21 Mille brauchen wir dafür. Okay, gucken wir gleich mal, dass wir das zusammengespart bekommen. Und das dürfte ja kein Problem sein. Unsere Linien machen ja alle... Wieso macht der LKW keine Kohle? Oh nein, sagt nicht, der kann das nicht transportieren. Oh, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin ganz dumm. Oh mein Gott, ich bin ganz dumm. Ah, in den Ruinen, in den Ruinen. Hätten die mich jetzt getrieben, hätte ich nicht nachgeguckt. Nee, die können alle Güter. Wieso? Wir brauchen keinen zweiten gerade. Okay, dann verkaufen wir einen. Tschüss. Wir brauchen gerade keinen zweiten, weil der erste deckt schon ab. Okay, von mir aus. Sollen sie machen. Von mir aus. So, dann können wir uns mal die ganzen Linien da mal eben angucken. Einmal hier unser schöner Bahnhof, wo die Leute stehen und warten. Wo sind denn die Züge gerade? Kommt da gerade einer? Da kommt gleich einer reingefahren. Hier fährt einer. Der fährt gleich in Rieneck rein. Ach, das ist der Güterzug. Ah, hier fährt gerade einer in Rieneck rein. Da stehen die Leute Schlange. Wahnsinn. Zack, da ist er. Alle einmal einsteigen. Ach, ist es nicht schön? Ich finde das super, diesen kleinen Wuselfaktor hier. So, das ist jetzt der Rieneck-Express gewesen. Der fährt jetzt wieder zurück nach Püttlingen. Hier kommt jetzt die V80 durchgefahren. Und dann dürfte auch der Express, der Intercity bald kommen. Ah ne, der fährt jetzt erst in den Bahnhof hier in Püttlingen ein. Da kommt er nämlich. Da kommt er reingefahren, der Kleine. Wunderschön. Und wenn ihr dann die DB richtig übernimmt mit ihren Doppelstockwagen, dann machen wir auch richtig Umsatz. So viel sei gesagt, dann machen wir hier richtig den Reibach. Sehr schön. Sehr, sehr schön, dass das hier alles so gut funktioniert. Aber irgendwie rechnet sich die Brotlinie trotzdem noch nicht so ganz, ne? Wie sieht denn das hier mit den Straßen aus? Was kann der denn fahren? 100 km/h fährt er hier aber auch nicht. Kann er gar nicht. Bei den Müllstraßen hier. Da könnte man doch mal solche hier bauen. Dass wir hier eine ordentliche Landstraße haben. Ah, nur einen neuen Brummi freigeschaltet. Dann kann der LKW nämlich insgesamt schneller fahren. Und dann läuft das auch richtig. Denn er muss jetzt mal anfangen, hier ein bisschen Umsatz zu machen. Ah, macht er sogar. Nee, jetzt macht er wieder miese. Verstehe ich nicht. Nee, ich weiß, was das Problem ist. Der Güterzug kommt nicht hinterher. Die können nicht genug produzieren, weil der Güterzug zu langsam ist. Sprich, wir müssen einen besseren Güterzug kaufen. Okay, dann weiß ich, was zu tun ist. Dann werden wir uns darum nochmal eben kurz kümmern, bevor ich die Folge beende für heute. Dass wir da einen schnelleren Zug haben. Dann ist die Zeit der V80 leider zu Ende. Dann kommt die weg. Dann lassen wir dann den Elektro fahren. Dann lassen wir mal eine Reihe 1042 fahren für 10 Millionen.
Kein elektrischer Weg. Okay, das muss ein Diesel sein. Diesel. Was haben wir denn hier? 80, 120. Man könnte den hier für 120 nehmen. Den China Railways. Oder die BR 218. Wir nehmen die 218er. Aber das Problem ist, die Wagen, die können nicht viel mehr. Das heißt, da müssen wir auch andere nehmen. Dann nehmen wir hier die offenen. Die können 120. Das sind zwar auch wieder recht hohe Ausgaben, aber das ist es uns wert. Damit hier die Brotversorgung ordentlich läuft. Ich glaube, da kann jetzt sogar mehr mitnehmen. Jo, kann er, deutlich. Zack, da fährt er los. Unser kleiner Brotexpress. Mit dem Anblick beende ich die Folge dann auch für heute. Ein bisschen länger heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Und tschüss.